Willkommen zu Splatoon 3. Heute wird ein besonderer Part stattfinden, denn wir haben die Chance, den S-Rang zu erreichen. Und ihr habt abgestimmt, was für eine Kategorie wir spielen. Und das wird diesmal Turbenkommando sein. Beim letzten Mal, glaube ich, haben wir Herrschaft versucht. Das hat nicht geklappt. Vielleicht funktioniert es ja im Turmkommando. Ich kann aber schon mal gleich sagen, die Maps sind nicht wirklich leicht. Mein High Resort und die Störwerft. Auf der Störwerft habe ich, glaube ich, Turmkommando noch gar nicht gespielt. Ich setze alles in meinen Trommelschwapper. Und ja, schauen wir mal, was das wird. Wir bezahlen die 120 Punkte, um mitzumachen. Brauchen 3 Wins. Und dann haben wir es geschafft, dann berühren wir den S-Rang. Es bleibt spannend, bleibt dran. Ich hoffe, dass wir mit Erfolg rausgehen, aber es wird natürlich hart. So, los geht's. Let's go. Und da geht's schon los. Und es hat ein bisschen S-Rang-Vibes. Wie damals in Splatoon 1. Splatoon S, das Projekt. Mit euch. Ja, und heute ganz alleine. Naja, hängt auch stark vom Team ab. Wenn wir da nur Luschen haben, dann können wir es vergessen. So, ich wurde schon von der Map aufgedeckt. Heißt, ja, eigentlich kann ich hier Kamikaze reingehen und mir den Turm schon schnappen. Ich zähle auf Kills. Ja, warum steht der eine da so? Das macht mir irgendwie Angst. Ich hole mir den mal. Aber das scheint Disconnect zu werden. Ich hoffe nur, dass das jetzt keinen Einfluss auf meine Serie nimmt. Hä? Spinne ich oder bleibt der Turm stehen? Okay, hier stimmt irgendwas nicht, Leute. Hier läuft irgendwas krumm. Hä? Ich check gar nichts. Hat sich die Lobby jetzt gefangen oder nicht? Also einer ist raus. Das sehe ich jetzt gerade bei den Gegnern. Ach, klasse. Mann, egal. Zählt für mich nicht. Ist dennoch belastend. Ja, gab ein riesen Update mit vielen, vielen Fixes und Internetverbesserungen. Und das Resultat, ihr seht es ja selbst. Na gut, neuer Versuch, gleiche Map, hässliche Farbe. Was soll's. Versuchen wir dann auch dieses Match, ja, zu gewinnen. Also wie ich schon sagte, ich setze auf Kills. Erhoffe mir, dass ich mit dem Trommelschwapper halt die Gegner schön beiseite räumen. Und dass mein Team dann den Rest übernimmt. Aber ja, scheint gerade in die andere Richtung zu gehen. Das ist natürlich nicht so gut. Okay, es ist gerade niemand mehr auf dem Turm. Dann können wir ja versuchen, jetzt die Führung zu gewinnen. Aber so richtig trauen tut sich keiner von unserem Team. Geht doch auf den Turm, Mann. Was ist das denn schon wieder? Muss ich das jetzt machen, oder wie? Okay, jetzt entscheidet sich mein Team mal endlich. Für etwas. Ach, und auf dem Marimariso ist das natürlich auch dämlich mit dieser Ult. Solange wir die Hälfte nicht erreicht haben, ist hier überall Wasser. Der Turm ist nicht besetzt. Krieg ich dich? Nee, ich muss leider runterspringen. Aber, da ist der Kill und jetzt ist der Turm wieder frei. So. Versuchen wir jetzt mal das Wasser hier zu senken. Führung ist schon mal gegeben. So, Booyah-Bomb hier drauf. Dann kann der Turm schön weiter sich bewegen. Gesamtes Team ist tot, ich lebe aber auch als einziger noch. Aber der Wasserspiegel sinkt und das kommt, ja, mir zugunsten. Weil die Booyah-Bombe ist jetzt viel effektiver. Ja, ist natürlich wirklich eine dämliche Map, aber es ist der einzige Spot, dem ich Zeit hatte, um Turmkommando aufzunehmen. Ja, genau. Und das wolltet ihr halt sehen. Wir sind bei 24. Ich vertraue meinem Team jetzt, dass wir da ein bisschen Zeit gewinnen. So, es ist niemand mehr auf dem Turm, oder? Doch, da ist noch einer. Aber der ist jetzt tot. Leute, wo seid ihr? Das dauert wieder zu lange. Geht doch da drauf, bitte, Mann. Ich
fühle mich super unwohl gerade, aber die sind noch bei 60. Das heißt, noch haben wir die Führung. Aber das ist auch das erste Mal, dass diese... Ja, dieser Torpedo da... irgendwie bedrohlich ist. Also da muss jemand die Waffe gut beherrschen. Not gonna lie. So, gesamtes Team ist wieder tot. Dann lass den Turm wieder verschieben. So, Wannenschwapper. Wer hat jetzt diese Ult? Ist das unsere oder saugen die Gegner? Ne, das war unserer. Okay. Den Tod stecken wir ein. Alles gut. Nächster Checkpoint wurde passiert und der K.O.-Sieg ist uns gegönnt. Nein! Kurz bei der 1. Ist da leider Pause. Ah, ist schon gut, schon gut. Entweder die Gegner killen uns oder wir gewinnen. Ach, Junge, spring doch nie dahin, Mann. Ja, sammeln wir eine Booyah-Bomb zusammen. Ich glaube, das ist klüger, als da jetzt wieder blind reinzulaufen und zu sterben, wie der Dude da vorne das macht. Ja, gib mir mal einen Booyah-Bomb. So, danke. So, und jetzt auf den Turm. Kommt schon, Leute. Ein bisschen mehr. Ihr wollt doch auch alle gewinnen. Oder für die ist es vielleicht gar kein Aufstiegskampf. Kann auch sein. Ich weiß nicht, wie das gehandelt wird. Aber für mich ist es wichtig. Okay, letzte Minute läuft. Turm gehört im Moment uns. Alles spricht dafür, dass wir gewinnen. Aber kann noch alles passieren. Nie sich zu früh freuen. So, ich sammle mal schön wieder eine Ult, damit wir in den letzten Sekunden den Turm halt befreien können. So, das ist jetzt gut. Und da ist schon vorbei. Ja, sehr gute erste Partie. Dieser Win ist wichtig. So kann es weitergehen. Naja, Team war ein bisschen am struggeln. Ich habe denen nicht so ganz getraut. Ich bleibe aber erstmal drin. Wenn wir nächstes Mal verlieren, switche ich. Aber im Moment bleiben wir. So, Runde 2. Auf der Störwerft. Alles klar. Da wird es vielleicht ein bisschen leichter für uns. Aber die Gegner haben auch die Booyah-Bomb. Und zwei Raketenwerfer. Okay, von den Ults her fühle ich mich schon sicher. Aber mal schauen. Weil wir haben die mit mehr Durchschlagskraft. Definitiv. Die sind zu zweit hier. Das ist ja gut gemacht. Okay, Turm gehört schon mal uns. Aber gut, die ersten paar Meter sind nicht so wichtig. Ah, ich sehe schon, mein ganzes Team ist wieder tot. Ach Gott, Leute, ihr müsst schon ein bisschen nachdenken. Aber wie haben die das gemacht? Das ist ja voll gut gemacht. Ja gut, das ist wichtig. Erster Checkpoint wurde von denen gebrochen. Das ist natürlich nicht so gut. So, ich gehe auch mit der Booyah-Bomb rein. Ja, die hat auch gut getroffen. Turm geht schon wieder zurück. Alles klar. Oh, wie niedrig der Turm auf dieser Map ist. Also wie gesagt, hier habe ich noch nie Turmkommando gespielt. Oh, und mein Team ist schon wieder tot. Das kann es nicht sein, Leute. Wir sterben zu schnell. Ich stehe immer alleine auf der Map. Dann kann ich aber auch leider nichts ausrichten. Ich überlege zwar auch über einen Waffenwechsel, aber ich glaube, das macht keinen Sinn, weil ich fühle mich mit dem Trommelschwapper eigentlich sehr wohl. Alle anderen Waffen sind halt so mäh. Da fühle ich die Ults nicht so, sagen wir mal so. So, neue Ult. Knall die mal da hinten hin. Damit da so ein bisschen Sperrgebiet aufkommt. Und jetzt können wir so ein bisschen pushen. Okay, Booyah-Bomb, aufpassen. Ah, der muss sterben. Der stirbt aber nicht. Nein. Hier sind die Kills wirklich, wirklich wichtig. Schritt für Schritt. Jetzt hat er schon wieder Booyah-Bomb. Ich hoffe, dass der mich mal tötet, damit ich sehe, was für Perks er drauf hat.
Schlägst du dich drauf an, aber wenn es passiert, dann passiert's. Geht der für Ult? Nö, der geht nicht mal für Ult. Aber gut, er hat schon ein starkes Set. Das muss man ihm lassen. Aber auch meins ist gar nicht mal so bad. Ich glaube, ich habe das Beste drin, was ich habe. Für Turmkommando. Für Goldfisch habe ich richtig geile Sets. Aber Goldfisch existiert nicht mehr. Wurde ausgelöscht. Ja. Von Thanos einfach weggesnappt. Ja, gut, jetzt muss der Chaosik her. Anders geht's nicht mehr. Dann suche ich mir jetzt Opfer, die ich töten kann. So, wir sperren hier die Straße. Leider keinen mit in den Tod gezogen. Jetzt kommen sie alle von der Seite. Ein kleiner Ulti-Spam wäre nicht schlecht. Okay, hinter mir ist einer. Okay, immerhin, er ist tot, er ist tot. Das ist wichtig. Wir müssen immer in der Überzahl sein. Das ist das oberste Gebot. Nein, ich habe zu mir gedrückt. Bin ich dumm? Was ist das für eine Scheiße mit der Plattform? Wo stellst du dich denn hin, Mann? Wenn ich einen auswähle und zu dem springe, weiß er doch Bescheid. Alter, die sind so braindead. Das ist insane. Ah, da unten war einer. Ja gut, den treffe ich aber jetzt nicht mehr. Die sind am Turm. Ja, keine Ahnung. Ich bleib mal hier oben. Und hoffe auf eine Ult. Kurz vor Ende. Ja, wird aber schwer. Wird schwer. Wird schwer. Letzte Minute. Ja, jetzt müssen wir pushen oder... Es ist halt vorbei. Und die spielen schön auf Zeit jetzt. Das ist ja ganz klar. Ja, und auch meine Ult braucht natürlich ein bisschen. Das ist das Problem. Also gerade im Late Game... Stehe ich ein bisschen unter Stress. So, einer lebt noch. Ich weiß aber nicht, wo der ist. Ich behalte jetzt mal... Augen und Ohren offen. Da steht er. Weil mein Trommelschwapper ist natürlich schon eine geile Killwaffe. In der Verlängerung wird es allerdings sehr schwer. Ich gehe mal nach vorne. Und hoffe, dass die halt hinten einen guten Job machen. Dann kann ich... Nee, Turm ist in der gegnerischen. Okay. Okay, wir geben uns geschlagen. Das war's dann wohl. So, Zeit für die Booyah-Bomb. Ja, die war scheiße. Dann habe ich es jetzt auch leider verkackt. Ja, der Turm bewegt sich noch, aber... Ja, da ist schon vorbei. Da ist schon vorbei! Ach, ich habe das Gefühl, dass das Team halt nicht so wirklich auf den Turm will. Das ist halt das Problem. Aber ich möchte halt auch nicht auf den Turm. Ich möchte supporten. Ich bleib nicht in dem Team. Wir switchen. Weil das hier wird nichts. Das kannst du knicken. So, kleiner Strategiewechsel. Jetzt gehe ich mit dem Heldenblasser, mit dem Heldenkleckser. Oder wie der heißt, keine Ahnung. In die Schlacht rein und verlasse mich auf die Klebebombe. Weil die sind halt auch geil, wenn die auf dem Turm kleben. Haben die Gegner halt Probleme, da drauf zu kommen. Und das wird meine Idee für die nächsten Kämpfe sein. Ja, Leute, habt ihr das gesehen? Der war im Wasser. Betrug. Und wo sind meine Leute? Oh, das ist so eine ganz eklige Schlacht. Ja, jeder hat einen Sniper und jeder hat einen Hydrant. Heißt, zwei Leute müssen in die Arena rein und die anderen snipen dann die gegnerische Seite weg. Ja. Ich hoffe nur, dass unser Sniper halt genug Skill hat. Scheint aber nicht so zu sein. Anscheinend rasen wir am S-Rang wieder vorbei. Ja. Nicht gemacht dafür. Es muss doch einen Weg geben, da irgendwie ein Ziel zu sehen. So. Ich feuer mal auf den Sniper, aber... Den treffe ich anscheinend nicht. Auch gut. Okay, der ist tot. Das ist gut. Dann können wir ein bisschen pushen. So. Klebebombe. Wichtig. Okay. Ja, aber das bringt nichts. Da ist wieder einer drauf. Ja. Die Booyah-Bombe kommt jetzt nicht schlecht. Erledigt da ein paar Gegner. Das Problem ist aber immer der Sniper. Den müssen wir loswerden. Unbedingt. So, erster Tod für mich, glaube ich.
Ey, ich hab den getroffen. Ey, Betrug. Okay, er ist tot, aber come on, der erste Schuss war schon sehr gut. Aber nee. Zählt halt nicht. Das wird's natürlich super schwer, diesen Turm da zurückzugewinnen, weil niemand sich auf diesen gottverdammten Turm stürzt. Bei den Gegnern ist immer einer drauf. Muss ich das denn übernehmen? Aber ich werde halt dann wieder weggesniped. Ah, Jinge, Jinge, Jinge. So, auch mal die in den Himmel. Vielleicht treffen wir den einen oder anderen. Weil ich habe das Gefühl, dass wir gerade so ein bisschen... ja, die Oberhand gewinnen. Ach, never mind. Wir haben einen Disconnect. Oh mein Gott. Ja, kann das Spiel dann wenigstens abgebrochen werden? Es kann doch nicht sein, dass Ash immer muss den Lose kassieren und wenn wir mal gewinnen, ja, dann zählt der Match, das Match nicht. Das ist doch lächerlich. Das ist doch absolut... ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Danke, Spiel. Niederlage wurde nicht gezählt. Steht immer noch 1-1. Ja, dann versuchen wir es erneut. War winnable, aber du brauchst halt diesen vierten Mann. Gut. Vergessen wir das. Nächste Partie geben wir wieder alles. So, zwei Trommelschopper und Sniper. Kann der Sniper bitte The 100 sein? Weil der war halt wirklich gut. Der hat wirklich für Stress gesorgt. Oh, das gesamte Team ist tot. Ja, gut. Ein schneller Kill wäre jetzt Gnocchi. Um es mal so auszudrücken. Falls, ja, Steve, falls du zuschaust. Oh, ja. Oh, 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 oh. Die Bombe ist gut. Die Bombe ist gut. Das war ein Double Kill. Mit dem Trommelschwapper. Das ist eine insane Waffe. Ich liebe diese Waffe, aber wo ist mein Team? Warum geht der Turm nicht weiter? Wir sind immer noch im Rückstand. Das erzählst du mir doch hier nicht. Oh, Leute, Mann. Ich habe so viel aufgeräumt. Und dann gibt's dafür keine Belohnung. Nö, der Turm geht weiter und weiter und weiter. Team ist jetzt tot, aber geht doch auf den gottverdammten Turm, Mann. Der muss sich bewegen. Ah. So, wir sammeln auch mal eine Booyah-Bomb, weil das macht dann die dahinter die Straße schön frei. Ich habe Leute auf dem Turm gesehen, deshalb habe ich auf den Turm gezielt. Hätte aber vorbeischießen können. Ja, da ist niemand drauf. Okay, guter Treffer. Mit dem Blaster da dürfen wir uns nicht anlegen. Und ich habe von hinten wieder keine Rückendeckung. Wo ist denn dieser Kleckser, gottverdammt? Waren die wieder alle tot? Nee, also ich bin der Meinung, dass das jetzt nicht an mir liegt. Das kannst du keinem erzählen. Ich habe ja überhaupt keine Unterstützung da unten. So, der ist wieder weg. Leiter, geht doch auf den Turm, Mann. Ja, da kommt schon der nächste Kandidat, aber das ist gut, das ist gut. Der springt in den Tod hier. Der ist weg. Jetzt gehe ich dir ein bisschen nerven. Ja, weg mit dir. Auch der da, weg. So gut ist der Trommelschwapper. Das Töten fällt einem halt leicht. Man muss halt zweimal gut treffen. Und dann läuft die Chose. So. Eine Zeit lang kommt ihr nicht auf den Turm. Ich komme nur als diesen Schwertdude nicht ran. Aber das ist nicht so wichtig, weil der hier steht und meine Mates dann nicht auf dem Turm sind. Das kannst du wirklich keinem erzählen. So, der kommt weg. Und die gewinnen wieder Meter und Meter und Meter. Es wird für uns natürlich immer schwerer, etwas hinzukriegen. Der hat keine Tinte mehr, genauso wie ich. Lel. Ja, und da ist vorbei. Was für eine Sch...
Mann, warum kriegen wir nur so Trash-Mails? Das ist doch unfassbar. Das ist überhaupt keine Idee dahinter. Wir werden nie diesen S-Rang erreichen. Könnt ihr vergessen. Die Hälfte der Leute auf dem Rang verstehen das Spiel einfach nicht. So, jetzt machen wir ernst. Noch ein Los und es ist wieder vorbei. Wir haben Ketchup im Team. Gegen Schnitzel. Und Grotesk, war der nicht bei uns letztes? Oder der war gerade noch gegen uns. Das kann sein. Aber gut, sehe ich jetzt nicht so als Bedrohung an. Die haben eine Menge Blaster. Das ist natürlich schon ein bisschen ätzend. Aber ich verlasse mich da auf die etwas effektiveren Waffen, die wir zur Verfügung haben. So, niemand traut sich auf den Turm. Ist aber auch berechtigt. Niemand will hier den Early Kill kriegen. So, Ult ist natürlich saugut. Weil man darf nicht vergessen, die Booyah Bomb löscht natürlich auch die ganzen Sekundärwaffen, die auf den Turm fliegen, aus. Also zumindest die in diesen Radius dieser Booyah Bomb fliegen. Deshalb platziere ich die halt auf den Turm. Und ich glaube, das ist eine ganz schlaue Idee. Denn wir haben die Möglichkeit auf einen zweiten Win. Oh, der Blaster da. Aufpassen, Vorsicht. So, wieder Booyah Bomb da vorne hin. Und immer Stück für Stück nach vorne. Kreidebomber wurde geschwächt. Ne, ist nicht mal. Ist ein ganz normaler Blaster gewesen. Okay. Aber die wurden sehr schnell aus dem Weg geräumt. Wo steht der? Ah ja, der steht aber safe hier. Okay, ganz gut. Ja, jetzt müssen wir halt ein bisschen verteidigen. Bis das jemand wieder eine Ulti zündet. Ah, ist okay, das ist okay. Wir haben eine starke Führung. Das muss man uns lassen. Komme ich an den? Ja, aber der hat jetzt diese Ult. Da kann man nichts machen. Da müssen wir kurz abwarten. Ah, jetzt hat er seine Booyah Bomb verschwendet, oder? Gut, wir haben noch eine. Ah, ich kam aber auch nicht zur Booyah Bomb. Schade. So, niemand auf dem Turm, wie scheint. Der Turm wurde zumindest gestoppt. Sieht da jemand drauf? Ja, Leute, kommt. Verteidigt den. Die sind erst bei 70 Punkten. Weiter dürfen die halt nicht kommen. Mit der Booyah Bomb könnte ich jetzt aufräumen. Sehr gut. So, bitteschön. Hab Spaß damit. Ja, weg. Genau. Der hat nicht aufgepasst. Der war irgendwie auf einen anderen Gegner konzentriert. Zumindest ein Mate von mir. Und das ist dann eine gute Sache. Ja, komm du her. Ja, ich hab keine Tinte. Aber gut, er hat ein bisschen Zeit verloren. Turm konnte auf die andere Seite übergehen. Wird jetzt gestoppt von der Ult. Sehr schön. Jetzt läuft alles nach Plan. Doch, doch, doch. Der Ult-Spam gerade, der kommt gut. Die haben Probleme, in die Arena reinzukommen. Aber die haben halt wirklich schlechte Waffensets. Das muss man denen halt leider ja, gut reden. So. Das war jetzt kein Kill, aber ich habe mich da selbst mehr geschützt als versuchen da irgendwie was Riskantes zu produzieren. Turm gehört uns, ne? Ja, dann lass mich mal ein bisschen angreifen. Hier ein bisschen rumnerven. Weil die müssen natürlich dann auch wieder erneut einfärben. Ich krieg den doch. Ich bin anscheinend zu doof, den da mit dem Blaster zu treffen. Das gibt's doch nicht. Außerdem war das unnötig. Warum bin ich für den Kill gegangen? Ja, egal. Egal, mein Team hält Stellung. Komm, die letzte Minute bricht an. Turm in der Gegnerhand. Aber Booyah Bomb kommt und ich kann auch eine setzen. Sehr gut.
Ja, die löscht sogar diese gottverdammte fiese Ult raus. Jetzt noch den Blaster da weg. Dankeschön. Warte, ich auch. So, gute Nacht, Kollege. Nein, das erzählst du mir nicht. Ja, dann kurzer Nachtrag. Dieses Spiel ist einfach absoluter Sch. Unfassbar. Unfassbar. Man muss wirklich hoffen, keinen Disconnect zu krachen. Ja, was reg ich mich auf? Ja, was reg ich mich auf? Ich leg's auch nicht mehr drauf an. Das war der letzte Versuch. Wenn ich jetzt irgendwann erst erreiche, ob ich einer Aufnahme bin oder nicht, ist es mir scheißegal. Entweder man gewinnt in diesem Spiel durch Glück. Oder halt nicht. Aber Nintendo, bitte, führt endlich diese gottverdammten Server ein. Es kann wirklich nicht sein.